dem ersten Hauptbahnhof im München Tageslicht hielt. Ein Sinnbild. Herr Bechtle? Ja? Ich bin Herr Bechtle. Ich soll mich bei Ihnen melden. Ich weiß, sehr. Ausgeschlafen? Oh, ja, ja. Solltest du aber rein. Ich sag du zu du, du wenn es einverstanden ist. Das erleichtert die Verständigung. In Würzburg gebe ich eine Runde Kaffee aus, wenn ich bis dahin mit euch zufrieden bin. So, was? Bergsteigerregel. Entweder zwei Hände und ein Fuß oder zwei Füße und eine Hand. Alles klar, Chef. Abfahrt in Ordnung. Gründen. Hinausschauen. Hallo. Naja. Kollegen wie Herr Markus führen die Lok. Für den Britisch, dass es mal gefahrt wird. Ich bin schon mal Zug gefahren. So, heute haben wir immer grün-nün. Darauf würde ich mich verlassen. Das ist immer grün-nün, weil immer grün-nün ist. Und nicht so rot. Und du siehst es, das ist es, weil du hingeschaut hast. Du musst jedes Signal, nicht jedes Rot, Grün oder Gelb, bewusst in dich aufnehmen. Bleib sitzen. Wieso muss ich? Er doziert halt gern, der Lokprofessor Brechtle. Aber einen besseren Lehrmeister kannst du dir nicht wünschen. Robert ist einer, der Fehler macht. Na, so einen gibt's nicht. Das wäre auch gar nicht gut, sowas. Welches ist denn eigentlich unseres? Im Zweifel nicht das Rote. Der ist doch gerade eben angefahren, oder? Vielleicht hat er uns auch ins Allgemein. Siehst du, so ist gegen Rot anfahren, Verspätungen, Fahrplanstress, zurückfallende Signale. Da kommen die Aspiranten ganz schön ins Schwitzen. Ist auch gut so, dass sie bei ihrer ersten Reisezugfahrt gleich den wirklichen Ablauf erleben. Ist das immer so? Es ist jeder Tag gleich, ja. So, wo wohnst du? In Pasing. Warum? Kann ich nicht mehr. Ein Stück mitnehmen. Servus, Robert. Du bist der Neue? Hallo. Robert!